Da wären wir wieder. Und diese Folge möchte ich zwei Sachen machen. Zum einen möchte ich die... Oh. Sapsch. Zum einen möchte ich mich jetzt darum kümmern, dass wir den Bierleiser benutzen können. Also müssten wir die Automatisierung von Honig machen. Das ist ja schnell gemacht. Dafür bräuchten wir einen Exporter, Importer, Honigwabe und dann oben gib ihm. Das mache ich also gleich. Dann gucken wir zwischendurch bei der Kammenbiene, ob da was rausgekommen ist. Wenn ja, können wir mit dem Bierleiser gucken, was das genau ist. Und dann möchte ich auch noch dafür sorgen, dass es mit den Spawns ein bisschen besser klappt. Und dafür würde ich ganz gerne die, nicht die Magnum Torch benutzen, sondern das davor. Das wäre der Chandelier, glaube ich. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir davon sogar einen. Nein, haben wir nicht. Was brauchen wir denn dafür? Fackeln, ja? Ja, Fackeln, Gold und Diamanten. Ja, warte mal. Gib mir mal einen Stick. Und gib mir mal eine Kohle. Kohle. Ja, haben wir doch ein bisschen was von. Und die werden schon ahnen, was ich tue. Ich mache ein Rezept für Fackeln. Du da. Encode. Gut. Und dann hätte ich noch gerne das Rezept dafür. Encode. Und dann kommen die beiden Sachen rein. Und dann erstelle ich gleich. Uff, wie war das? Nimm. 16 Blöcke. Auch nach unten und oben? Also müsste eigentlich, weil die Chunk-Struktur so ist, wie sie ist. Also man kann ja Gebiete nach Chunks unterteilen, aber das ist halt nur Nord, Süd, Ost, West. Oben, unten gibt es keine Unterchunks, soweit ich weiß. Außer das wurde inzwischen auch geändert. Also ich hoffe mal, ich kann jetzt einfach 8 Chandeliers machen. Also für jede Plattform, außer für die da. Weil hier drunter der Spawner ist. Und dann sollte das hinhauen. Ja, gucken wir einfach mal. Das heißt, ich hätte gerne schon... Achso, ich sollte die Sachen noch im Computer stecken. Ja, kann hier mit rein. So. Jetzt aber. Chandelier da. 8 Stück hätte ich gerne. Sollte eigentlich fast instant fertig sein. Genau. Und die hängen wir jetzt wohin? Zwischenebene. Wurde, glaube ich, in den Kommentaren auch schon mal vorgeschlagen. Komme ich hier in eine Zwischenebene? Ja, theoretisch ist hier eine Zwischenebene. Das heißt, wir pappen die jetzt einfach in der Mitte. Da nicht dran, weil man an Glowstone-Blöcke das nicht anpappen kann anscheinend. Aber an Glasblöcke, ja, weil Glas so viel mehr Pappfläche bietet. Weil man so toll da Sachen anbringen kann an Glas. Egal. Oh. Hier könnte es interessant werden. Ja gut, das macht dann einfach mal da. Wie war nochmal die Reichweite? 16 Felder, ne? Ist das Radius oder Durchmesser? Wenn es Durchmesser ist, könnte es ein bisschen knapp werden. Wobei, das war... Ich glaube 15 in... Ja, es müsste passen, weil in den Wänden kann ja nichts spawnen. Problem sind dann höchstens noch die Brücken, aber die sind ja meistens ausgeleuchtet. Ja, gut. So, weiter. Mau. Die Spawns von den Autospawnern dürften übrigens nicht davon betroffen sein, weil da stand irgendwas von Custom Spawner werden nicht beeinträchtigt. Und ich halt mal den Autospawner für einen Custom Spawner. Ich wüsste nicht, was das sonst sein könnte. So, bap. Wo fehlt noch? Da. So. Okay. Oh, und wir sind gerade praktischerweise hier unten. Und sie ist ganz knapp fertig, aber es regnet. Nee. Na gut.
Das heißt, jetzt schnappe ich mir. Habe ich das zufällig dabei? Das wäre super. Exporte habe ich. Ja, Importe habe ich. Ich habe keine Honigwaben. Das lässt sich ändern. Da habe ich gerade welche gesehen. Genau. Die kleine Insel. Oh, da ist ein Piggy drauf. Ne, das lasse ich mal. Ich habe schon genug Tiere in den Abgrund geschubst. Das muss ja nicht sein. Du. Da. Da. Da ein Exporter. Da ein Importer. Da dich dran. So, exportiere mir bitte alle Honeycombs da rein. Und ich sollte später so einen Fuzzy-Exporter benutzen, damit er alle Combs da reinhaut. Aber gut. Genau, und du zentrifugierst das Ganze. Es kommt Honig raus. Honig wird importiert. Und das können wir gleich für den Bierleiser nutzen. Schön, schön. Das heißt, ich schnapp mir jetzt den Bierleiser. Ups. B. Bierleiser. Ich guck mal, wie viele Honey Drops wir haben. 9. Ja, das reicht für ein, zwei Kreuzungsvorgänge. Ich muss halt immer die Prinzessin mir angucken. Wobei wir da eigentlich keine sehr große Wahl haben. Wir haben halt nur eine, die zur Hälfte Kamen ist. Aber ja, wir müssen prüfen, ob sie auch immer noch zur Hälfte Kamen ist. Es kann ja sein, dass wir es auch rauskreuzen. Das wäre nicht so schön. Dann müssten wir halt nochmal eine Forest-Drohne mit einer Kamen Princess oder, Quatsch, mit einer Meadow Princess oder halt eine Meadow-Drohne mit einer Forest Princess kreuzen. Und dann mit etwas Glück kriegen wir wieder eine Mischmasch-Prinzessin raus. Oh, das geht ganz schön schnell, sehr schön. So. Und damit der Regen aufhört, sollte ich schlafen. Das Bett hatten wir beim Reaktor hier hingehauen, oder? Oh, ja. Nee. Wo ist mein Bett? Wie lange hat der arme Zwerg nicht geschlafen, wenn er nicht mehr weiß, wo sein Bett ist? Okay, da fehlen noch ganze Plattformen. Das Bett wird nicht in der Luft schweben. Hier ist das doofe Kuhzeug. Okay, wahrscheinlich eine Zwischenebene weiter oben. Nee, nicht so weit oben. Hier? Also obendrauf auf der mittleren Schicht sind wir jetzt gerade. Knister, knister. Ich weiß, es war irgendwo, wo es mollig warm war. Oh, bei den Heizöfen vielleicht. Also bei der Stahlherstellung. Ha! Sehr gut. Schlaf. Was? Schlaf. Ich zwinge dich zu schlafen, nachdem du jetzt seit 365 Stunden wach warst. Tot. So. Ach so, genau. Ich sollte mal alles töten, was außerhalb des Spawnraums gespawnt ist. Das habe ich normalerweise ja vernachlässigt, weil es zu nervig war, immer die Sachen tot zu hauen, da sie ja eh regelmäßig nachgespawnt sind. Aber das sollte jetzt ja nicht mehr passieren. Aber das kann ich erst überprüfen, wenn ich das überall mal ein bisschen gesäubert habe. Also du Schubs. Und Schubs. Und wo versteckst du? Der ist schon runtergefallen, glaube ich, gerade. Bist du da in dem Gang? Ja, anscheinend. Ein hoch. Zischel, zischel. Was zur Hölle? Ach so, Zwischenebene. Bin so froh, dass die Creeper-Explosionen bei Agrarian Skies aus sind. Wo zur Hölle ist er? Ja, aber wenn sie nicht aus wären, denn ein Creeper hier bei der ganzen Kabellage. Also es kann ja nicht wirklich was kaputt gehen. Die Maschinen werden natürlich nicht zerstört, wenn irgendwelche Kabel zerstört werden. Ist ja nicht Cracktech und so. Ah, da bist du. Aber trotzdem wäre es halt. Trotzdem wäre es halt nervig. So, ein Creeper ist noch. One Creeper is left in captivity. Was? Hey, jetzt ist er weg. Sehr schön.
Okay, also wir haben alles aufgeräumt, wir haben die Fackeln aufgestellt, wir haben den Bierleiser, wir haben die Honiggeschichte und das alles in 10 Minuten. Das ist viel zu effektiv. aber gut, muss ja auch mal sein, ne? Das heißt, jetzt runter zur Biene. Zur Kammenbiene. Die müsste jetzt ja fertig sein, weil der Regen aufgehört hat. Da, genau, Common Princess. Gut. Was? Warum sind da zwei Prinzessinnen drin? Seit wann geht das denn? Das ist neu, das kenne ich nicht. Früher musste man halt immer in der Wildnis irgendwelche Prinzessinnen aufklauben. Also meinetwegen eine Forest-Prinzessin und daraus dann irgendwelche neuen machen. Man konnte das nicht so, ne, einfach mal rausbekommen. Gut, also das funktioniert jetzt folgendermaßen. Wir öffnen einfach den Bierleiser mit Rechtsklick. Dann tun wir da oben Honig rein und in das Feld tun wir die Biene rein, die wir angucken können, wollen. Und hier diese 5 Unterbereiche, das sind alles Details zu der Biene. Ja, Bienenzucht ist kompliziert. Also nehmen wir erstmal die Common Princess. So. Da sehen wir den aktiven Genom und das inaktive. Also was gerade aktiv ist von ihren Eigenschaften. Aktiv ist die Common-Seite. Das heißt, man sieht sie auch als Common Princess. Inaktiv ist aber immer noch Forest drin. Das müssen wir rausbekommen. So schnell es geht. Dann haben wir die Lebensspanne, die Geschwindigkeit. Pollination ist, wie die Bäume pollinisiert werden, also Pollen abbekommen, bestäubt werden. Ja, Bestäubung ist das beste Wort für Pollination. Ja. Also wie Bäume bestäubt werden und ich glaube auch Blumen sich ausbreiten. Flowers ist, welche Art von Blumen sie brauchen. Fertility ist, wie viele Drohnen rauskommen. Eventuell auch die Chance, dass die Prinzessin rauskommt. Ich weiß das nicht. Habe ich vielleicht aus Versehen eine Prinzessin da reingelegt? Ich glaube, ich kann gar keine Sachen reinlegen in den Output-Slot. Na gut, denn die Reichweite, in der sie arbeiten, also in der sie nach Bäumen und Blumen suchen und noch ein Spezialeffekt. Also es gibt auch Bienen, die haben Spezialeffekte wie Regeneration, das heißt, sie heilen einen. Ich glaube, es gibt sogar einen, der bringt Erfahrungspunkte. Also kann man schon recht nette Sachen mit reinkreuzen. So, dann haben wir im zweiten Feld, was für ein Klima sie gerne hätte, was für eine Temperatur, ob sie nachts fliegen kann, ob sie Licht braucht und so weiter. Das heißt, man kann später so einen richtigen Superbienen züchten, die auch im Regen fliegen können, die kein Licht brauchen und sowas alles. Was diurnal ist, weiß ich nicht. Kann ich mit meinen begrenzten Lateinfähigkeiten auch gerade nicht übersetzen. Na gut, du dahin. Ah, das ist ein wichtiger Punkt. Was die Biene produziert. Deswegen machen wir die ganze Bienenzucht ja auch primär. Weil wir wissen wollen, was am Ende rauskommt und was Schönes bekommt. Momentan ist das nur ein Honeycomb. Aber man kann halt auch bei einer ganz normalen Forestbiene theoretisch reinzüchten, dass sie ganz andere Honeycombs produziert. Ist halt nur ein bisschen schwierig. Hier haben wir viele Fragezeichen. Hier haben wir die Mutationsmöglichkeiten. Also, wenn man das mit dem kreuzt, was könnte dabei rauskommen? Und so sind hier noch recht viele Fragezeichen, weil ich halt noch nicht so viele Sachen ausprobiert habe. Je mehr ich ausprobiert habe, desto mehr Fragezeichen sollten weggehen. So, und hier haben wir die Beschreibung, also den richtigen Namen. Animalia, Insecta, Hymenoptera, Apidae, Apis, Acerana. Ist der Name dieser Biene. Okay. Gucken wir uns die anderen mal an. Also diese Prinzessin kam eventuell bei der Königin raus, wo auch die Prinzessin rauskam. Und sie ist auch zur Hälfte Common. Das ist sehr gut. Das heißt, das ist unsere Backup-Prinzessin. Falls die jetzt aus Versehen den Common-Trade verliert, machen wir mit der weiter. Also, ich sollte noch weiter gucken, was sie noch so hat. Sie hat eine höhere Fertility-Rate zum Beispiel. Oh, ich glaube, du bist unsere neue Hauptprinzessin. Weil sie hat Fertility 3-3, die andere hatte auf der einen Seite 2, auf der anderen Seite 3. Das heißt, bei ihr ist jetzt immer sichergestellt, dass wenn wir sie mit noch jemandem verpaaren, der auch 3-3 hat, dass immer 3-3 rauskommt. Außer es kommt zu sehr seltenen Mutationen. Also die hier scheint schon mal besser zu sein als die andere. Und sie hat den Flyer-Trait, den hat die hier zum Beispiel nicht gehabt.
Ich verbrauche jetzt übrigens nicht immer wieder Honig, weil ich habe die beiden ja schon mal analysiert. Das merkt sich das Ding. Also ja, die gerade aktiv Forest ist in allem anscheinend besser gerade. Okay, was sagen die Drohnen? Das ist eine reine Forest-Drohne, die kann ich trashen. Und das ist eine Forest-Common-Drohne. Ja. Also ich könnte jetzt diese Forest-Common-Drohne mit der Prinzessin kreuzen. Wenn ich Glück habe, dann kreuzt sich der Common-Teil von dieser Prinzessin mit dem Common-Teil von dieser Drohne. Und wir bekommen eine Common-Common-Königin raus. Wenn sich allerdings der Forest-Teil mit dem Forest-Teil kombiniert, dann haben wir eine reine Forest-Prinzessin und das Ganze war für die Katz. Also ich denke, das wäre der ungeduldige Weg, den man gehen würde. Was ich jetzt lieber machen will, ist, ich nehme eine ganz normale Meadow-Drohne und kreuze mit der Forest-Prinzessin. Dann kommt entweder eine Forest. Warte, was kommt raus? Dann kommen Common Meadow. Kreuzung raus oder Forest Meadow. Aber wenn Forest und Meadow eine Kreuzung ist, dann wird daraus eine Common. Also es würde einen Schritt länger dauern durch diese Kreuzung, aber am Ende ist es dann wahrscheinlicher, dass das rauskommt, was ich gerne hätte. Jetzt brauche ich nur eine Common-Drohne. Quatsch, eine Meadow-Drohne. Hier oben war, glaube ich, keine drin. Haben wir überhaupt noch welche? Wir haben ganz. Ah, doch, da, Meadow-Drohne, sehr schön. Komm mal mit. Du wirst für sexuelle Experimente benötigt. Dahin. Achso, ja. Also du und du. Den klauen wir gleich mal die Königin. Und hoffen, dass da noch was von Kammern drin ist. Forest Common. Hat immer noch den 3x3 Trade. Hat immer noch den Fly Trade. Jetzt müssen wir nur gucken, was am Ende bei rauskommt. Also wenn sie sich wieder aufsplittet in Prinzessin und Drohnen. Aber gut, das dauert erstmal. Das gucken wir also gleich nächste Folge.